Willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Ich bin mit Marble Cake am Pferdesportcenter und dort wollte ich mal schauen, dort soll es eine Decke geben, die ich doch ganz nett finde, ganz hübsch. Und ja, die wollte ich mir jetzt mal anschauen, ob ich sie mir schon kaufen kann, reicht mein Level oder nicht. Und jetzt weiß ich nicht, in welchem Shop das ist, aber schauen wir die uns einfach mal an. Fergus, hast du die Decke? Also das gibt es auch noch Sachen für den Reiter, aber auch eine Weingartendecke, auch wieder nur für Starcoins. Das scheint wohl in jedem Dorf oder Stadtchen zu geben, dass es da ein Set gibt, das man nur für Starcoins kaufen kann. So, hier gibt es anscheinend nur Sachen für mich, aber da könnte ich auch mal reinschauen. Ja, es gibt auch für den Reiter. Okay, das kann ich jetzt nicht sehen. Aber auch mit Rock. Na. Das hier könnte ich mir holen, aber es sieht eher. Oha. Komplett gestreift. Einfach ein ganz normales rotes T-Shirt. Ist jetzt aber auch nicht das, was ich suche. Wo gibt es denn hier noch Shops? Da hinten vielleicht. Und da. Dort kann man anscheinend übernachten. Oh, und hier werden auch Pferde verkauft. Okay, das sieht auch schon wieder nicht gut aus. Nee, Decken sind alle rot. Das ist wieder ungünstig geparkt. So. Schick, aber nicht das, was ich suche. Auch schick, auch nicht das, was ich suche. Das sieht schon wieder so nach vorne gezogen aus. Hier in die Ecke hin. Irgendwie komisch, aber es sind nicht die Decken, die ich suche. Aha, das ist sie. Könnte ich mir vom Geld her kaufen, aber mein Level reicht noch nicht. Das heißt, gleich nochmal ein paar Quests machen. So viel brauche ich ja nicht mehr bis Level 7. Das war ja Level 7, ja. Und dann, ja, Western-Zaumzeug zum Pony würde ich jetzt aber auch nicht. Was war das? Schwarz und lila, schwarzes Jorvik-Zaumzeug. Ja, das, damit könnte man leben. Badezaumzeug, Nachtreiter-Zaumzeug. Es gibt ja schon ganz nette Ausrüstung, aber ja. Mein Level reicht einfach nicht. Das Geld hätte ich für die Decke. Dann schaue ich mal. Verfügbar. Wo ist das? Silverglade. Moorland. Jalaheim. Moorland. Moorland Schmiede. Frau Holzwurf oder vielleicht bei Konrad. Das würde ich jetzt nur vorzugen. Da würde ich mich aber abholen lassen. Mein Heimatstall ist ja noch im Moorland und sonst würde man zu viel Zeit verschenken. So schnell ist Marble Cake jetzt auch noch nicht. Und der Weg ist ja doch relativ weit. So, dann glaube ich, gehe ich erstmal zum Schmied. Mal sehen, was er wieder hat. Oh, oh, oh. Fast. Ja, also irgendwie den vernünftigen Weg hier durch habe ich noch nicht gefunden. Aber vielleicht kommt das noch. Moorland-Schmiede. So. Guten Tag, Lucy. Ich habe im Moment leider keine Zeit, mit dir zu reden, weißt du? Ich habe Jenna versprochen, diese meisterlichen Blumenkisten für sie vor dem Sonnenuntergang fertig zu schmieden. Und ich bin bereits verspätet. Dieser Hammer hier ist nicht das richtige Werkzeug für diese Blumenkisten. Wenn diese Kisten die besten auf der Welt werden sollen, dann darf es hier keine Kompromisse geben. Ich brauche meinen kleinsten Hammer. Warum ich verspätet bin? Lucy, wenn du meinen kleinsten Hammer für mich holen kannst, dann werde ich es dir erzählen.
Danke, ich habe mir eine kleine Pause verdient, also lass mich zuerst von diesem seltsamen Ereignis erzählen, das an meiner Verspätung schuld ist. Es war heute Morgen, als ich mit den täglichen Schmiedearbeiten anfangen wollte. Da sah ich einen komischen Mann auf die Schmiede zukommen. Er hatte eine Kapuze über dem Gesicht und dunkle Sonnenbrillen auf. Wie viele trug er denn? Okay. Auf der Nase. Es war ein warmer Tag und dicke Wolken lagen über dem Himmel. Also kam mir das etwas seltsam vor. Ach so. Na gut. Er wirkte etwas verloren und fragte mich nach dem Weg nach Silverglade. Ich erklärte ihm, dass es nur den Weg den Hügel entlang folgen muss und dann bei der Kreuzung nach links. Er sah verwundert aus und sagte, dass er nicht verstanden habe. Ein Schwermut überkam mich. So schlecht kann meine Beschreibung doch nicht gewesen sein. Na gut, soll mal einer sagen, dass Conrad Marston keine ordentlichen Wegbeschreibungen liefern kann. Also habe ich beschlossen, ihm die beste aller Wegbeschreibungen zu geben. Ich habe ausführlich erklärt, wie er gehen muss, ich habe auf das Schloss gezeigt und gleich dessen ganze Geschichte erzählt, damit er dieses wichtige Gebäude nicht vergisst. Damit er wirklich versteht, worum es geht, habe ich sicherheitshalber die ganze Geschichte Silverglades miterzählt. Angefangen bei John Jarl. Das hat mich den ganzen Vormittag gekostet. Aber diese Wegbeschreibung war die deutlichste, die jemals jemand von mir bekommen hat. Als ich mich umdrehte, um zu fragen, ob er noch etwas wissen wolle, war er schon verschwunden. Ich nehme an, dass meine Wegbeschreibung so vollendet war, dass keine weiteren Erklärungen notwendig war. Na gut, meine Ehre war wiederhergestellt und der Mann war offensichtlich auch zufrieden. Also habe ich nicht weiter darüber nachgedacht. Also verstehst du, warum ich aus gutem Grund verspätet war? Nun habe ich lange genug pausiert, Lucy. Hast du meinen kleinsten Hammer geholt? Er liegt dort hinten neben der Schmiede. Oh Mann, ja, das sollte man vielleicht... Ist er wirklich hier? Nein. Das ist natürlich, ja, weiß ich nicht. Zu einer Wegbeschreibung gehört nicht die komplette Geschichte des Ortes oder der Gebäude, die man auf dem Weg sieht. Aber na gut. Du hast den Hammer nicht gefunden? Hast du genau nachgesehen? Auf dem Tisch oder vielleicht darunter? Du hast nichts gefunden, sagst du? Merkwürdig. Ich habe mein ganzes Leben lang noch nie ein Werkzeug verloren. Spielt mir mein Gedächtnis auf meine alten Tage womöglich einen Streich? Ich bin ein alter Mann geworden, am Ende seiner beruflichen Laufbahn. Seufz. Ja, wo kann der Hammer sonst sein? Hat er ihn einfach woanders hingelegt? Das, mal schauen. Lucy, das ist einer der schlimmsten Tage in meinem ganzen Leben. Ich kann zum ersten Mal eine Bestellung nicht innerhalb der vereinbarten Zeit abliefern. Könntest du Jenna diese fürchterlichen Nachrichten übermitteln? Dass ihre Blumenkisten heute nicht mehr fertig werden? Danke, Lucy. Du musst mich entschuldigen. Ich muss nun nach meinem Hammer suchen. Richte Jenna aus, dass ich nicht eher ruhen werde, bis ich die Blumenkisten fertig habe. Das schwöre ich hoch und heilig. Erzähle Jenna, was passiert ist, und bitte sie in meinem Namen um Entschuldigung. Auch wenn ich weiß, dass sich diese Schande nie wieder gut machen lässt. So. Nun muss ich mir überlegen, wie mein Leben weitergehen soll. Ich habe ja noch nicht mal einen Nachfolger für meine Schmiede gefunden. Ach, das ist wirklich ein schwarzer Tag in meinem Leben. Naja, gut. Wir können ja Jenna bestimmt erklären, was passiert ist, dass er seinen Hammer nicht wiederfindet. Aber das ist ein bisschen komisch, hört sich das dann trotzdem an. Ein Mensch mit... ja, Sonnenbrillen an einem Tag, an dem man Sonnenbrillen nicht wirklich braucht. Ja. Na, mal schauen, was Jenna dazu sagt. Meine Blumenkisten werden später geliefert? Welche Blumenkisten? Ja, genau. Ich habe Conrad gebeten, ein paar Blumenkisten für mich herzustellen. Das habe ich fast vergessen. Ja, das macht nichts, wenn sie etwas später kommen. Gab es einen Grund, warum Conrad nicht rechtzeitig mit den Blumenkisten fertig wurde?
Er hat einem mysteriösen Mann den Weg nach Silverglade erklärt und konnte danach seinen Hammer nicht mehr finden? Das ist aber seltsam. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, Lucy. Etwas Komisches geht hier im Moorland vor sich. Wenn du noch mehr von seltsamen Vorfällen hörst, dann erzähl mir bitte davon. Ja, das ist kein Problem. Was haben wir denn jetzt noch? Frau Holzwerf. Okay, die Sachen und Silverglade. Ja, dann würde ich doch vorschlagen, gehen wir nochmal zu Frau Holzwurf. Mal schauen, was wir für sie machen können. So, die Freundschaftsanfrage nehme ich jetzt aber mal an. Gut. Hallo Lucy. Warum ich so sauer dreinschaue? Ja, du, jemand hat meinen frisch gebackenen Kuchen gestohlen. Also so etwas habe ich noch nicht erlebt. Das war sicher diese Tan oder ihre Freundin Loretta. Warum ich das glaube? Ja, vor ein paar Tagen war Tan hier und fragte mich, ob sie nicht ein Stück Kuchen haben könnte. Ich sagte, dass sie gerne ein Stück haben kann und habe sie gebeten, ob sie vorher nicht die Post für mich holen kann. Ich bin doch auch nicht mehr die Schnellste. Heutzutage. Kannst du dir vorstellen, was sie da gemacht hat? Sie hat die Nase gerümpft und gesagt, dass sie den ganzen Kuchen haben will und ich froh sein solle, wenn überhaupt jemand meinen furchtbaren Kuchen essen möchte. Da habe ich den Besen genommen und dieses freche Mädchen verjagt. Schneller als der Blitz war sie wieder beim Moorlandstall. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so verärgert, Lucy. Und normalerweise werde ich nicht so schnell ärgerlich. Kannst du zu Tan reiten und fragen, ob sie meinen Kuchen gestohlen hat? Danke, Lucy, das ist sehr lieb von dir. Wenn ich sie frage, rege ich mich nur wieder auf. Und das möchte ich lieber vermeiden. Danke für deine Hilfe, Lucy. Ja, stehlen geht gar nicht. Ich weiß auch nicht, was daran so schlimm sein soll, wenn Tan die Post holen soll. Ich meine, es gibt Schlimmeres. Das ist doch, ja, einfach mal helfen. Kann ja nicht so schwer sein. Und dann gleich so pumpig zu werden, das geht gar nicht. Mal schauen. Wie Kuchen? Also ich habe sicher keinen Kuchen von der alten Oma gestohlen. Niemand mag ihren Kuchen. Der ist super eklig. Ha. Ja, warum wollte sie ihn dann haben, wenn der super eklig ist? Ich bin kein Dieb, Lucy. Ich schwöre. Da will mir jemand etwas auswischen. Sicher Loretta. Warum ich glaube, dass es Loretta ist? Naja, also vor ein paar Tagen habe ich meine super coole Uhr bekommen, die ich bei J-Bay gekauft habe. Super cool. Du verstehst, oder? Natürlich wurde Loretta eifersüchtig. Genau wie ich es mir gedacht habe. Aber ich hätte mir nie gedacht, dass sie so tief sinken würde und die Uhr von mir stiehlt. Sie will es ja nicht mal zugeben. Echt mies. Und jetzt hat sie auch noch den Kuchen von Frau Holzwurf gestohlen. Nur weil sie eifersüchtig auf mich ist. Du sprichst mit Loretta, sagst du? Okay, viel Glück. Oder wie auch immer. Sag ihr, dass ich meine Uhr wieder haben will. Ansonsten sind wir die längste Zeit Freunde gewesen. Oh je, das hört sich ja nach ziemlich viel Stress an. Was? Tan behauptet, ich sei ein Dieb? Ich habe überhaupt nichts mitgenommen. Weder diesen ekligen Kuchen, noch diese hässliche Uhr. Haben wir was von dem Kuchen und der Uhr erzählt? Das ist wieder mal typisch. Tan verliert ihre hässliche Uhr und dann verdächtigt sie mich. Warum sollte ich eine so billige, hässliche Uhr haben wollen? Wenn ich so ein grauenvolles Teil tragen würde, könnte ich mich ja nicht mehr nach draußen trauen. Also ich weiß echt nicht, was mit der los ist. Und ich habe keinen Kuchen gestohlen, im Ernst. Es war schließlich Tan, die ein Stück von Frau Holzwurf Kuchen haben wollte. Sie findet den Kuchen nämlich urgut, aber sie traut es sich nicht zu sagen. Aber weil sie nichts bekommen hat, sagt sie nun, dass er eklig sei. Haha, kapierst du? Tan ist so irre. Jetzt bekommt sie auf alle Fälle keinen Kuchen mehr von Frau Holzwurf. Wer denn die Uhr gestohlen hat? Ach, keine Ahnung. Du musst aber auf jeden Fall Jenna sagen, dass ich es nicht war. Im Ernst, Tan erzählt sonst allen, dass ich ein Dieb bin. Und das kann ich echt nicht gebrauchen. Alle kennen Jenna und wenn sie sagt, dass ich unschuldig bin, dann glauben die Leute ihr das auch.
Sagst du ihr es bitte, Lucy? Danke, Lucy. Super. Ja. Tja, aber wer war's? Ich meine, nur weil einer sagt, nee, der war's nicht, heißt es ja nicht unbedingt, dass es stimmt. Aber es stimmt schon. Tan wollte ja ein Stück Kuchen haben. Oder eigentlich den ganzen Kuchen. Mal schauen, was Jenna sagt. Hallo Lucy, wie kann ich dir helfen? Aha, Loretta lässt ausrichten, dass sie weder Frau Holzwurf Kuchen noch Tans Uhr gestohlen hat? Ich wusste nicht mal, dass diese Sachen verschwunden waren. Wirklich seltsam, findest du nicht auch, Lucy? Da geht etwas vor sich, das mir gar nicht gefällt. Lucy, komm zurück, wenn du noch mehr seltsame Dinge hier in Moorland erfährst. Na gut, das machen wir. Aber damit würde ich sagen, das war's für heute. Wir werden morgen weitersehen, ob wir den Kuchendieb überführen können. Bis dann. Tschüss.